Ja, und hallo, liebe Freunde, ein weiterer kleiner Teil auf dem Weg. Wir haben hier zwar eine Menge Hauptaufgaben hier nach unten, aber auch in diesem schönen, in der unfreien Zuflucht noch drei weitere kleine Aufgaben hier, die wir einfach mal alle mal annehmen werden und mal gucken, wie weit wir kommen. Delekat Kulus von der unfreien Zuflucht. Mit unseren Wachen und den natürlichen Verteidigungsanlagen der Schlucht kann sich die unfreie Zuflucht ziemlich gut wehren, aber leider sind die Söldner nicht unser Problem. Vor ein paar Tagen sank in unserer kleinen Bucht ein Schiff der Halkyona-Piraten. Das ist nicht weiter ungewöhnlich. Die tückischen Gewässer hier tragen ja schließlich zu unserem Schutz bei. Dieses Schiff hatte aber eine Statue von Dahuta an Bord. In der Dahuta-Statue muss noch etwas Macht stecken, denn die Bucht hat sich seit fast über Nacht mit wütenden Seevolk gefüllt. Und jetzt, wo es für unsere Schmuggler keine sichere Handelswege mehr gibt, kommt unser Dorf kaum noch über die Runden. Du bist ein Abenteurer, richtig? Du hast dich schon alle gefährlichen Kreaturen gestellt. Könntest du bitte in die Bucht gehen und die Dahuta-Statue zurückholen? Wenn wir keinen Zugang zur See haben, werden wir verhungern. Gut, ich schätze mal, wir müssen hier was... Upala, jemine. Wir müssen hier mit... Nein, doch, da müssen wir hingehen. Finde die Statue. Ich schätze mal, Wasser, oder? Ach, da hinten ist die Statue. Ups. Wir tauchen mal etwas stärker. Da ist ja die Statue. Da ist sie ja. Statue bergen. Oh, wer bist du denn? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Exkaltierter Krieger des Halkyona und so weiter. Gut. Sollen wir hier hinten sprechen? Sprich mit unfreier Susanne und sprich mit unfreien Milizsoldaten Philipp an der Nui, Ramrugensküste. Wir haben da aber da hinten noch ein paar Aufgaben. Okay, die werden wir beide werden wir schnell machen hier. Und dann werden wir aber zurückgehen hier. Also erstmal die unfreie Susanne vom letzten Teil noch. Wir haben hier ein paar Schuppen. Das sind die Seeschuppen, von denen ich schon so viel gehört habe. Ich danke dir. Mit dem Geld, das uns diese Schuppen einbringen werden, können wir noch mehr von unseren Brüdern und Schwestern in Essener befreien. Bitteschön. Und hier, wir haben die Statue. Unfreier Milizsoldat. Ui. Du hast die Statue gefunden. Ausgezeichnet. Das Seevolk wird bald verschwinden. Dann können auf unseren Gewässern wieder gefahrlos Handelsschiffe verkehren. Habe ich doch gerne gemacht. So. Das ist ein kurzer Ausritt in die Gegend hier. Und jetzt aber wieder zurück zu unseren anderen Aufgaben, die wir hier haben. Jetzt fliegen wir mal rüber. So. Nummer 1 wäre erledigt, dann gehen wir mal zur unfreien Goti. Als das Seevolk angriff, zerstörten sie viele unserer Boote. Ohne die Hilfe des Rests von 2 Kronen müssen wir unseren Lebensunterhalt durch Handel mit Schmugglern und Piraten verdienen. Selbst der Verlust eines einzigen Bootes könnte bedeuten, dass wir nicht genug verdienen, um diesen Winter satt zu werden. Ich kann den Schaden reparieren, aber ich brauche geeignetes Material. Könntest du mir ein paar Stück robustes Rohholz besorgen? In der unfreien Zuflucht steht ein robuster Olivenbaum. Dort kannst du sie dir holen. Ah! Den haben wir doch schon gehabt hier, den, ne? Sag doch, diesen schönen Olivenbaum. Jetzt dürfen wir ran. 3 Stück müssen wir fällen. Machen wir doch. Und fall! Er fällt nicht. Okay, also der ist nur Zierde. Gut. Wir fällen ihn also nur aus Zierde. Ist in Ordnung.
Machen wir. Der fällt. Ach, der unten ist auch nicht mehr da. Okay. Einen brauchen wir noch. Nehmen wir den hier. Sollte drei Fällen haben, zwei gefällt und das war es dann schon gewesen? Verstehe ich nicht. Der steht da unten wieder. Ja, die steht auch wieder da. Meine Fresse. Die spawnen aber schnell. So. Das ist perfekt. Vielen Dank. Ich werde sofort damit beginnen, unsere Boote zu reparieren. Aber, mal gerne. Und dann machen wir noch den letzten hier in der unfreien Zuflucht. Hier haben wir Schlammspringer Pirate Nami. Kopf hoch, Toner. Wenn du nichts zu tun hast, warum baust du dir nicht ein Schnellboot und machst einen Abstecher nach Freiernich? Besuch mal deine Freundin Swan. Blauperlen-Mannschaftsmitglied Toner. Freiernich, damals in der guten alten Zeit gab es kein größeres Abenteuer. Mich würde wirklich interessieren, ob euch Nachwuchsabenteurer der Sinn für Entdeckungsreisen abhandengekommen ist. Was ist? Bist du der Aufgabe gewachsen? Geh mal bei Sandar an der Nui Rumensküste vorbei und bitte ihn um eine Karte nach Freiernich. Tu einem alten Abenteurer einen Gefallen. Lass die Tradition nicht einfach so untergehen. Du musst nur für einen kleinen Anreiz sorgen. Erledige eine von diesen elenden Halkiona-Piraten und bring Sander etwas von ihrem Piratengrog aus Halkiona. Ich schätze mal, das ist der, der da um die Ecke stand, oder? Sammle Piratengrog. Achso, das sind ja gar nicht die. Aha. So, mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Aber hier haben wir alles erledigt soweit. Das heißt, wir müssen um die Ecke. Oder nicht, dass wir mit dem Sichelmond-Sundhai, dass wir mit dem Hai nichts machen müssen. Ach nein, wir müssen ja gar nicht zu dem. Ich dachte, wir müssen zu dem Milizäumel. Jetzt bin ich etwas verwirrt, wo wir überhaupt hin müssen. Ah, eventuell noch da hinten. Das könnte sein. Gut. Aber auch wenn der Teil kürzer war. Ich werde mich mal hier ins Lager vorstellen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Jetzt erstmal eine Runde schneiden. Bitte viel zu viel sonst. Bis dann. Tschüss.